Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem Konzert. Mensch, mal was ganz anderes. Wer vielleicht hier schon sieht, die ganze Dekoration ist aus dem Valentinstags-Update. Wir haben hier schön dekoriert. Heute gibt es ein Konzert für euch. Meine Wenigkeit Klungertache, Horladin und Speedturn am Start im festlichen Gewand. Grüßt euch. Moin moin. Guten Abend. Ja, und heute haben wir uns mal dazu entschieden, euch die Musik ein bisschen näher zu bringen, die es bis jetzt gibt, die Notenblätter. Und wir schnacken auch gar nicht lang rum und knallen einfach mal das, wie hieß es gleich, Harle? Genau, Oldboy Main Titel, Notenblatt 1, Komposition, die eine erhebende Melodie enthält, wird sie auf einen Notenblattständer platziert, kann man die Melodie mit einem Instrument nachspielen. Genau, das machen wir jetzt. Und dann kurz, ganz kurz erwähnen, bevor wir jetzt anfangen, die drei Instrumente haben wir euch im letzten Update gezeigt, wo ihr die bauen könnt. Ich weiß nicht, ob es nochmal erwähnt werden muss oder soll. Könnt ihr euch gerne angucken. Die Ocarina müsst ihr finden. Die haben wir natürlich jetzt mal hier mit drin. Genau. Ja, die müsst ihr aber finden. Die könnt ihr nicht bauen, nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Ja, genau. Genau. So, und dann lauscht einfach der schönen Musik. Und wir lauschen der auch. Und wir gucken einfach mal, dass alles passt. Viel Spaß dabei. A one, a two, a one, two, three. Ist der Speedy schon dabei? Nee, du spielst nicht. Ich spiel mit. Nee, du musst ein Stück vor, deiner bewegt sich nicht. Jetzt. Ah, die dumme Kühe. Ja, ich würde sagen, jetzt geht's von vorne los, ne? Ja. Mhm. Und was sagen wir zu der Musik? Mega. Mega geiles Ding. Also bis jetzt schon mal mein persönliches Lieblingsnotenblatt, sage ich mal. Ja. Und mega cool. Es wurde auch ein bisschen was geboten. Ne? Es geht nicht einfach nur mal 10 Sekunden, wiederholt sich, sondern es geht auch eine gute Weile. Das ist schon sehr, sehr geil. Und wie geil das halt auch harmoniert, ne? Also die Instrumente, ja. Wie gut die harmonieren miteinander. Oh, ja. Auch der Speedy jetzt am Ende von dem Lied, wo der nochmal so reingekommen ist, so, das Ding ist so gut. Da haben wir mal gemerkt, wir können euch jetzt nochmal ganz kurz zeigen, machen wir gleich am ersten Lied, würde ich sagen. Wenn man jetzt dreimal das gleiche Instrument nehmen würde. Oh, das kann ich nicht, weil ich mach mal zweimal. Ich habe ja U. So, okay, machen wir zweimal, aber ist egal. Da werdet ihr schon merken, Speedy fängt mal an. Und ich steige da mal mit ein. Dass man hört dann, ob das was ausmacht. Thank you.
habe das gerade am besten gemerkt. Es wird einfach ein bisschen lauter, ein bisschen kräftiger natürlich, weil man dreimal das gleiche Instrument hat. Aber es ist von der, also von der Stimme her, die Verschiedenheit ist natürlich nicht da, ne? Aber man könnte das theoretisch machen, wenn man das will, wenn einem jetzt ein Instrument am besten gefällt. Aber mehr Sinn macht natürlich 3 bis 4, ne? Ist klar. Wäre aber interessant zu wissen, was. Na gut, wenn du mehr Leute bist, gibt ja nur 4 Instrumente. Ja, wir haben halt, uns fehlt halt noch einer, aber vielleicht gucken wir da mal das mal aus der Community. Wir haben ja da noch einen Kollege. Michael Zilmer, du wirst ja auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Vielleicht finden wir ja mal einen Talk, wo wir dich mit reinholen auf die Welt und dann geben wir mal zu 4. Konzert. Das wäre doch eine coole Sache. Der Kollege schreibt sowieso unter jedem Video, das würde doch mal passen. Stimmt, ja. Das war cool, ja. Ja, kauft noch einen Channel und ab geht's. Tja, was haben wir hier von Theme, was wir jetzt zu Tage bringen? Hier haben wir Core-Keeper Bass Theme. Geil. So, a one, two, three. Ist einfach schön, ne? Also. Genau, da habe ich jetzt auch mal das wundergeil. Also richtig, richtig cool. Klingt alles natürlich mega gut, ne? Habe ich jetzt auch mal das Instrument gewechselt, ich konnte es ein bisschen mitnehmen. Gerade am Ende hat man die Harfe jetzt sehr gut gehört. Im Gegensatz zur Ocarina. Die schwingt immer ein bisschen mit, da du ja schon ein, ich sag mal, Blasinstrument hast. Ist natürlich eine andere Variante des Instruments ein bisschen besser. Aber auch mega gut, ne? Also die Stimmfarbe von den Instrumenten, wie das harmoniert, da gibt es das klingt mega gar gut. Nichts. Also einfach verdammt geil. Ich habe die Musik schon immer geliebt in Core-Keeper. Aber das ist schon nochmal, das ist schon mal richtig geil. Ja, generell der Soundtrack in Core-Keeper ist mega gut. Aber ja. Das Musikinstrumente einbauen, das ist echt, also ihr seid wirklich Top-Team, muss man mal sagen. Definitiv. John, was ist das hier? Um was geht's hier eigentlich? Was ist das für eine Musik? Are you ready for CSD 3? It's dangerous to go alone. Ich glaube, das ist ja, wie gesagt, dieser Cooking Surf irgendwas 3. Ich komme jetzt nicht genau auf den Namen. Ich hab's oder Christopher Street Day. Ich hab's im Twitter und in diesem Steam News Video habe ich es erwähnt. Delicious. Cooking Delicious 3 sowas. Genau. Ich kann's nicht ganz genau sagen, aber sieht man ja auch mit der Gorbel, diese Anspielung ist natürlich auch, ne? Schreibt 3 Leute, ihr wisst ja, was ich auch cool finde, ganz schnell bevor wir anfangen, wenn die Leute spielen und dieses Notenblatt sich so mitbewegt, das sieht einfach mega gut aus. Das ist mega, das finde ich auch. Tja, ready, baby. Noch einmal die Ohren spitzen, meine lieben Freunde. A one, a two, a one, two, three.
Alter, geht es ins Ohr. Alter, geht es ins Ohr. Nicht dafür bekannt, absolut nicht dafür bekannt, in Aufnahmen irgendwas gefühltechnisch zu sorgen, aber ich krieg da Gänsehaut, ohne Scheiß. Ich Alter, ist die Mucke geil, wenn es dann so abgeht. Also das Weihnachtsupdate war schon Bombe mit diesen Wichteln und diesen Geschenksounds und sowas habe ich ja leider nicht anhören können, sondern erst im Nachhinein, aber ich habe es gefeiert wie Sau, ohne Mist. Also es war schon richtig gut, aber das ist einfach, das klingt so scheiß geil, ohne Mist, also finde ich richtig gut. Wir lieben ja generell auch, also im Privaten, Indie-Mucke, also direkt Soundtracks von Spielen, das ist ja oft mit einem Kino oder also mit einem AAA-Titel, der im Kino läuft, manchmal genauso, ne? Ohne die Musik, die im Hintergrund läuft, ist ein Film einfach nur halb so viel wert. Ja. Und bei Spielen ist es halt genauso. Es gibt halt einfach Spielmusik, die ist so unfassbar gut. Man, klar, wie Final Fantasy oder solche Sachen, Zelda, so klassische Sachen, die jeder kennt, die gehen ins Blut, die sind geil, aber gerade auch bei solchen, Gladiator. Ne, bei solchen Indie-Titeln, die Musik, die ist manchmal so gut. Boah, es ist der Hammer. Hammer. Richtig gut. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir haben das Spiel immer gerne gespielt und werden es auch weiterhin sehr gerne spielen. Ganz klar, aber die Musik einfach, ich habe mich oft manchmal einfach hingestellt und habe einfach die Musik angehört, weil ich einfach mich beruhigt habe. Das finde ich total geil. Es passt unglaublich gut zum Spiel. Und das jetzt nochmal mit den Instrumenten ist mega geil. Wir werden es nochmal versuchen, kleine Jam-Sessions zu machen. Also erwartet nichts. Wir haben nichts geübt. Wir wollten es einfach euch mal zeigen, dass man das halt auch so spielen kann. Und wir werden es erstmal nicht übertreiben, aber mal so ein bisschen. Mach ruhig mal einzeln, weil ich muss dann wieder Dings anstellen. Ansonsten weiß ich nicht, was ich drücke. Genau, ich kann ja mal die Ocarina erstmal durchdrücken, was es so gibt. Wie jetzt du? Ja, ich mach mal das Cello. Boah, das klingt aber auch tief. Mega gut. Boah, das ist echt tief. Jetzt die Harfe. Schön, jetzt ist gut. Cool. Super. Und jetzt für die Flöte muss ich mal kurz ins Menü. Oder drops mal. Ich weiß, das kann ich halt nicht, wenn ich die Dinger nicht anhabe. Das ist das Problem. Jetzt seht ihr mal, so sieht es eigentlich aus, aber das habe ich alles ausgemacht, um das ein bisschen schöner darzustellen. Da kann ich halt hier jeweils die Töne hoch und runter schalten, damit ihr das auch mal seht. Jetzt hättest du wirklich ein Liedstück spielen müssen oder so einzeln, hätten wir es einproben müssen und dann, aber gut, das war jetzt nicht, das kann man erspielen. Aber vielleicht gibt es ja nochmal also ich habe echt vor, zu gucken, was es so an kleine Lieder gibt und vielleicht kann man da mal eine kleine Jam-Session machen, also das fände ich mega geil. Schauen wir mal. Gucken wir erstmal die Blockflöte an. Jo, so viel dazu. Voilà. Ja, genau, dann könnt ihr auch ein bisschen üben. Genau, das ist natürlich schief und krumm, ja, ganz klar. Ja. Ah, ist ja völlig egal. Ich habe meinen Port gemacht. Ja, auch mega geil, weil ich auch die, aber habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, aber dass halt Ocarina überhaupt drin ist. Ne? Als Ocarina of Time Fan. Vielleicht ist da sogar der Entwickler auch Fan von Zelda Ocarina of Time. Schreib's mal rein, das würde mich echt interessieren. Ist ja eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ja, das ist absolut favorite ever.
Und da ist eine Ocarina drin, ist natürlich geil. Aber es ist ja auch ein typisch japanisches Instrument, von daher wäre das jetzt auch nicht abwegig, dass es nicht unbedingt für Zelda ist. Ja, nee, genau, das können wir alles machen. Das ist cool. Wir werden es versuchen, vielleicht kriegen wir mal einen Soundcheck hin. Also kleine Jam-Session, cool wäre es auf jeden Fall. Das wäre echt cool. Ne? Aber es bedarf viel Übung, gerade beim Speedy. Und nee, das ist natürlich nicht leicht. Ihr müsst ja die Noten trotzdem treffen irgendwie. Und das, ihr habt es gut vorgegeben. Die Entwickler haben es gut gemacht. Aber eben, es ist trotzdem nicht ganz einfach. Ne? Wir werden sehen. Auf jeden Fall geiles Ding. Sehr geiles Ding. Danke dafür. Herzlichen Dank. Wer ein musikalisches Gefühl hat, kann sich ja definitiv austoben. Also wer generell mit Tonleitern ein bisschen was hinkriegen kann, glaube ich, kann hier einiges reißen. Einem das Kleines kann man noch schnell zeigen. Speedy, gestern mal hier wieder an. Aber. Und den hier. Ihr könnt auch zwei Lieder zeitgleich spielen. Das geht aber nicht. Zu dritt ist zu viel. Aber manchmal passt das bei zwei Liedern sogar gar nicht mal so schlecht. Also kann auf jeden Fall viel Spaß machen. Das kann man muss sagen. Kleine Stunde lang, das ist mega, mega für, gut. Für mich der absolute Favorit des hier unten. Das klingt so geil. Ich muss im Nachhinein gestehen, wir haben die nur angespielt, um mal zu gucken, wie das funktioniert und haben das dann angespielt und das klang halt sehr geil. Ich habe das aber nicht komplett angehört, aber als ich es vorhin angehört habe, fand ich auch, das klingt richtig, richtig gut. Ne? Ja. Aber das klingt auch, ist auch ein richtig cooles Stück. Wie würdet ihr es bewerten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das Oldboy sehr gut gefallen. Das würde ich auf 1 setzen. 2 und ich muss ehrlich gesagt leider wirklich sagen, dass dieses Co-Keeper Base Team von den dreien, also ich finde es auch gut, aber von den dreien qualitativ musikalisch das schlechteste ist. Ich nehme mich aber einen Entwickler einschleim, ich finde natürlich Co-Keeper am geilsten. Ist klar. Also als ganz ehrlich, das ist ja eine Frechheit. Verflunter, ich hätte das gar nicht in die Wertung mit aufgenommen, so gut wie das ist. Ne? Also, das ist ja klar. Ich muss es genauso bewerten. Also ich finde Ich muss leider sagen, ich bin da beim Klunker. Also ich finde ehrlich gesagt, links oben ist geilste, dann Mitte unten und dann rechts oben leider das Base Team ist musikalisch gesehen, ne? Nicht emotional gesehen, wirklich leider ist beste. Ja, ne, ich finde das hier unten am besten, Co-Keeper's Team. Das Co-Keeper's Team klingt geil, keine Frage, aber wenn man die anderen zwei damit vergleicht, ne, finde ich auch, dass das nicht am besten ist. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ja. Dafür habt ihr ja die anderen zwei auch eingebaut, ne, das wisst ihr ja selbst, dass die auch gut sind. Ja. Wäre natürlich cool, würde uns auch freuen, wenn vielleicht ab und zu mal ein neues Notblatt überschwappen würde. Oh ja. Bitte. Nicht. Ich habe keinen Platz mehr, um irgendwas zu sagen. Bitte. Nee, ich habe keinen Platz mehr, bitte nicht. Ich will Musikzimmer bauen. Da hab ich wieder Ideen oder so. Opernraum oder sowas. Das ist mega geil. Schön, Ein Opernraum, ein Opernhaus. Ich kann noch ein bisschen bauen. Eine ganze Oper. Ein ganzer Opernplatz mit euch. Völlig krass. Also, ich fände das mega geil. Ich würde das so toll. Also, wenn da ab und an mal so irgendwas käme. Und ja, ich meine, ihr habt ja schon mit Terraria zum Beispiel zusammengearbeitet. Vielleicht ist da ja noch was möglich, man weiß ja nicht. Also ich fände das mega gut. Also. Vielleicht gibt es ja auch jetzt immer ein Notenblatt zu jedem Event, das weiß man auch nicht. Ne? Zum Beispiel zum Halloween-Event oder das wäre auch geil, ne? Oder Weihnachten oder whatever. Ne? Aber könnt ihr euch vorstellen, so ein Halloween-Theme? Ja, meine ich auch, das wäre schon cool. Oh, von Michael Myers. Könnte man auch wieder Ja, Michael Myers wäre gut. Das würde sogar gehen, ne? Das würde sogar gehen. Ja, deswegen. Ich hole euch die Rechte, kein Problem. Nee. Oh, das ist geil, wir wollen ja nicht überfordern. Wir würden uns natürlich freuen, aber freuen uns auch darüber und freuen uns natürlich, dass wir uns so kreativ ausleben dürfen. Wie gesagt, danke dafür, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, lasst mal Notenblätter da. Tschö mit Ö. Tja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Währenddessen ich die Abmod mache, glaube ich, spiele ich hier unten nochmal an, denn das war einfach zu schön. Und hoffentlich hat euch die ganze Sache gefallen. Vielen Dank an das Team Packstorm für diese grandiosen Ideen. Und musikalische Leiter rauf und runter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tja, wir hoffen, euch hat's gefallen. Und vielen Dank nochmal für die musikalische Vielfalt. Und ich denke, da ist noch etwas Luft da oben. Uns wird's auf jeden Fall immens freuen. Und im Gegensatz zu diesen schiefen Tönen gibt's beim Blackbat nur eine Richtung, und zwar nach oben. In diesem Sinne, wir freuen uns bis zum nächsten Co-Keeper-Aufnahme.
Macht's gut, bleibt uns gewogen. Tschüss.